Wo will er denn jetzt hin? Ach so. So will er tun, okay. Die dumme Drecksau. Dann geht er halt von der Seite. Ich hab... Das Gute ist halt, dass der Sonnenstrahl halt die... Ja, alles nur verbrennt. Und ich halt aber an solchen Punkten sitze, wo es halt nicht möglich ist. Tun wir halt hier nochmal ganz in Ruhe nachladen. Der, wie viel will der da auch noch aushalten, Mann? Oh, haben wir eine Morgenröte drauf? Ich habe keine Ahnung, wie viel der aushält. Wie oft ich das jetzt machen muss. Zack. Nochmal. Na komm. Zweiten Hammerschlag drauf. Das heißt, er hat jetzt mittlerweile schon 6 Stück oder so gefressen. Scheißteil. Wie viel will denn der noch fressen, Mann? Holy shit. Der Beschleuniger erreicht Zielgeschwindigkeit, Marcus. Gleich. Okay. Okay. Halte sie auf! Sie will die ganze Kammer zerstören! Oh. Okay, dann ballern wir halt damit drauf. Adam, ich hoffe mal, das hat ausreicht. Jetzt. Akzeptiere, dass deine Spezies sterben wird. Kann das Viech mal nicht so doll umherwabbeln? Dass ich auch mal. Gut, sie ist vom Turm runter. Jetzt werden wir ihr zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, scheiße. Cool. Dankeschön. So. Das Problem ist, ich bräuchte nochmal den Hammer. Und der ist da hinten. Super. Zack. Ich brauche nochmal den Hammer der Morgenröte. Okay, da habe ich schon mal ausgebaut. Ausgeschöpft. Ausgebaut, genau. Ich komme wieder nur ausgebaut. Lass dich nicht stören. Und jetzt können wir direkt auf ihn raufballen, weil ich weiß nicht, wie oft ich halt den Hammer noch einsetzen muss, und sicher. Nicht, dass ich da mit einem Fizzle gleich dastehe und das wäre vielleicht mein Ende. Also das Ende des Tempels. Das komische Made da. Gut, er wechselt halt mal wieder. Also sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir konnten jetzt eben schon den Rücken sehen. Das heißt, er kann halt nicht mehr viel aushalten. Das machen wir mal so. Na komm. Tun wir nochmal so. Meine Morgenröte ist voll, klar. Das Gute ist halt... Komm, Alter, ich glaube, ich muss hier so mega mäßig runter regeln. Er kann sich noch kaum noch auf die Beine halten. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Es ist egal, dass der Feind Verstärkung kriegt. Bald ist die volle Leistung erreicht. Professor, wie genau wurde dies zuvor getestet? An mir selbst, Damon. Ich musste herausfinden, wie sich die Emulsion entwickelt. Also habe ich sie mir selbst injiziert, um die Dinge zu beschleunigen. Oh mein Gott. Vater, wir sahen, was die Menschen in Mercy antaten. Gestartet! Los, Vater, der Turm ist jetzt zu instabil. Es tut mir leid, Marcus. Ich schaffe es nicht mehr. Es ist okay, ich trage dich. Marcus, die Emulsion hat sich in mir schneller entwickelt, weil ich es so wollte. Ich musste herausfinden, wie sie sich reproduziert. Wovon redest du? Oh, Scheiße! Nein! Du wirst nicht sterben. Es ist zu spät, Marcus. Jede Zelle meines Körpers kollabiert. Und das passiert mit jeder kontaminierten Zelle auf Sarah.
So muss es sein, verdammt! Ich verliere dich nicht nochmal! Ich bin froh, dich noch einmal gesehen zu haben, Marcus. Geh jetzt und lebe für mich. Gott, nein! Vater! Vater, nein! Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Hybris. Feuer einstellen. Ah, so ehrfürchtig und moralisch. Selbst jetzt. Ist es das, was du denkst? Dein Vater dachte immer, dass er auf alles eine Antwort hätte. Aber er hatte keine. Nur gerissene Wege, um zu töten. Der Hammer der Morgenröte. Ja, Sinto. Und jetzt dies. Seine Arroganz hat ihn schließlich umgebracht. Hörst du das? Gruß von Dom. Und allen anderen, die du getötet hast, Miststück.
Marcus, was es auch kostet, ich bin hier. Was ist noch da, Anya? Was haben wir jetzt noch? Morgen, Marcus. Endlich haben wir einen Morgen. Mit dieser epischen, extrem langen Cutscene haben wir Gears of War 3 beendet. Ja, Gears of War 3 war halt so gesehen der Abschluss. Gears of War 4, ja, ist praktisch schon raus, wenn ihr das alle seht. Und Gears of War Judgment wird, erzählt halt praktisch die Vorgeschichte. Was genau da kommen wird, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr kommen, wenn ich... Bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mal nächstes Jahr irgendwann... Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat's mega mäßig Spaß gemacht, Gears of War 3 nochmal zu spielen, weil die Zeit war ja schon lange, lange her. Ne? 2011, das letzte Mal, jetzt haben wir 16, 5 Jahre her. Und ja, nichtsdestotrotz hat es mich überwältigt nochmal. Die komplette Emotionalität aus Gears of War 3. Gears of War 3, finde ich, meiner Meinung nach, ist der beste Teil. Und ja, das war mein Schlusswort. Gears of War, beste Teil. Wenn ihr eine Xbox habt, eine 360 oder eine One, Gears of War ist halt Pflicht für eine Xbox-Konsole. Außer es ist natürlich jetzt nicht Spielergeschmack, ne? Na egal, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus, ich bin Alawach 1993 und ja, bin gespannt, was ihr so zuschreibt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und ciao Leute.